Wir stehen hier vor dem Selbstporträt von Poncia Collapinel. Sie ist ein Paradebeispiel für jene Künstlerinnen, die hier in der Ausstellung gezeigt werden. Ihre Karriere umfasst rund 40 Jahre. Sie beginnt 1903 in Wien zu arbeiten und stirbt 1934. Sie ist genau mit jenen Schwierigkeiten konfrontiert, die alle Künstlerinnen zu überwinden hatten. Der erste große Stolperstein war die Ausbildung. In Wien durften Frauen erst 1920 die Akademie besuchen. Das heißt, Künstlerinnen waren darauf angewiesen, Privatunterricht zu nehmen oder aber im Ausland eine Ausbildung zu machen. Poncia Koller gehörte zur absoluten Künstlerelite Österreichs. Sie war ganz eng mit dem Kreis um Gustav Klimt, mit den Sezessionisten, verwoben mit den intellektuellen Kreisen Wiens. Sie hat an den wichtigsten Ausstellungen in Wien teilgenommen, an rund 40 Ausstellungen im In- und Ausland und war eine absolute Größe in Wien. Nichtsdestotrotz wurde sie vergessen und noch 1980 als malende Hausfrau bezeichnet. Poncia Koller wurde erst in den letzten Jahrzehnten Schritt für Schritt wiederentdeckt. Paradigmatisch dafür steht auch das Schicksal eines ihrer wichtigsten Bilder. Es trägt den Titel Der Frühmarkt, war 1908 auf der Kunstschau ausgestellt und galt in den letzten Jahrzehnten als verschollen. Es war aber tatsächlich immer da, nur unbemerkt. Und das zeigt sehr schön, dass wer nicht gesehen wird, wird auch nicht wahrgenommen. Das Schicksal vieler Künstlerinnen, die hier in der Ausstellung vertreten sind. Poncia Koller war nicht nur auf den beiden großen Kunstschauen vertreten, 1908 und 1909, sondern sie hatte 1911 eine große Ausstellung gemeinsam mit ihrem Malerkollegen Heinrich Schröder in der Galerie Mitke. Die Galerie Mitke war eine der Avantgarde-Galerien in Wien um 1900. Eine Galerie, die auch die internationale Avantgarde präsentiert hat, beispielsweise Van Gogh oder Gauguin. Und in dieser Galerie präsentiert Poncia Koller einen großen Teil ihres Œuvres.